Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption, Schlacht um Mittelerde 2, genau. Red Dead Redemption. Wir sind gerade von unserem Verbrechen geflohen. Ich wollte echt die Karte gerade öffnen. Und ich wollte mal gucken, wo zur Hölle wir jetzt eigentlich sind. Oh. Jetzt sehe ich, wo wir sind. Auf der falschen Seite vom Fluss, wo wir immer Ärger kriegen. Hier wurde das Verbrechen gemeldet. Bedeutet, wir sollten am besten hier durchreiten, da vorne lang. Und wieder zurück. Wo ist unser, eigentlich unser Nest? Ich möchte mit dir sprechen. Warum ist da ein Lock da aktuell? Bin ich zu weit weg oder was soll das heißen? Habe ich irgendwas noch offen? Nee, sonst eigentlich nichts, ne? Sonst schaut es eigentlich offen. Das ist Fort Wallace. Okay, da darf ich eh nicht hin wahrscheinlich. Das ist ein Fort. Städte. Na gut, dann werden wir es mal schauen. Ich würde da gerne hinreiten, aber ich muss jetzt hier außen rum und dann hier durchs Wasser durch. Okay. Hier ich auch irgendwo, glaube ich, mal Probleme bekommen. Entschuldigung, ich kann auch nicht so viel, wenn der Depp da und irgendwelche Scheiße baut. Wir reiten jetzt hier einfach den Schienen entlang. Das wird schön. What the? Oh, Kutschen. Was zur Hölle ist das denn? Na, ich werde noch kurz gesucht, dann ist es eh schon wieder vorbei, oder was? So, wir müssen natürlich hier einmal um unsere Gesundheit unseres Pferdes achten. Immerhin hat es wieder eine Schießerei mal wieder mitgemacht bei uns. Und West Elizabeth, 15 Dollar Kopfgeld. Warte mal. Bleib mal stehen. Kann ich das verwenden? Wenn ja, wie geil wäre das? Die Siree fahren? Och Mann, das ist ja witzig gewesen. Das schaut so nach einem großen Wasserdampfer aus. Okay, weißt du was, wir reiten weiter. Also gut zu wissen, dass ich diese Desirees da fahren kann. Vielleicht machen wir mal damit in der nächsten Folge eine lustige Tour. Wäre bestimmt funny. So eine kleine Tour durch die Wildnis. Schauen, wo man mit einer Desiree hinkommt. Weil rein theoretisch müsste ich dann auch durch Ding schalten können. Oh, guten Tag. Entschuldigung. Weil müsste ich doch die Weichen auch schalten können, damit ich mit der Desiree von A nach B brettern kann, oder? So rein logisch. Also wir wissen, wo die Desiree ist, bedeutet, wir werden die Desiree auch mal verwenden. Kutsche! Hallo, oh, Ölkutsche. Und jetzt gehen wir aus dem bösen Gebiet raus. Und ich glaube, ich habe gerade einfach einen Vogel überrannt. Huchala. Schauen wir mal, was unser Freund von uns will. Und wir schauen mal schnell, was dieser blöde... Das nervt mich langsam. Was ist das? Große Fragezeichen hier oben. Da ist eine Person. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. Well, no, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Was ist das für ein gekloppter Name? There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. Und? I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria.
But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jackal Gang. They robbed banks all the way from here to California. Mm-hmm. Yeah, I know who the Jack Hall Gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. Mm-hmm. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Ausrauben? Ach komm, wir haben gerade. What the hell? Why not? A very wise investment. I wish you the best. Es könnte sich ja lohnen am Ende. Also von daher, wer weiß. Also, Jacke der Jack Hall Band. Okay. Dokument untersuchen. Umdrehen. Ah, nichts hinten. Schade. Entdecke ein Schatzkarte erhalten. Warte mal. Hügel runter. Eine Kreuzung, ein Berg und zwei Hügel. Warte mal. Karte. Ist das die Kreuzung? Da ist keine City in der Nähe, Leute. Das könnte ich... Nee, das ist ja kein schneller Berg. Aber hier vorne vielleicht irgendwo. Ich finde den Sound... immer geil. Weil da ist doch eine Stadt eingezeichnet. Eine Stadt. Zwei riesige Hügel. Na, pack's in die Tasche. Schauen wir uns irgendwo anders an. Ich verstehe es ja nicht gerade. Fertig. Hä? Was ist passiert? Hottihü. Hottihü. Let's go, boy. Oh, Wildpferdchen sind da vorne. Nein, ah, verdammt, jedes Mal die falsche Taste. Ich bin es gewohnt von GTA, dass dann die Karte auch mit aufgeht. Schauen wir uns auch die fremde Person auch noch auf, wenn wir schon auf dem Weg sind. Hast du die jetzt eingezeichnet? Ah, verdammt. Da vorne müsste es Ziel sein. Ja, genau. Nein. Und umdrehen. Los geht's, Jungs. Jagt die Pferde auf. Wuhu. Nietzsche! Hallo Zug! Sehr bald da! Do you smoke, sir? Was ist jetzt los? Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, don't worry about these. Actually, take some. Take a couple of packs. Der Zeitvertreib. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on. A little picture card? Huh? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. What the fuck? Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting. Der lebt noch? Sure. Well, it sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir.
Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. And you'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Rampart, at your service. I gotta run. This is my train. Okay. Hurry up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Bin erstaunt, die Züge sind pünktlicher wie die Deutsche Bahn. Rauchen in anderer Zeit. Versammle Zigarettenbilder und schicke die vollständigen Sätze per Post an Phimeas. Okay. Also heißt es jetzt Zigaretten rauchen für den guten Willen? What the heck? Und ich drücke jetzt mal wieder falsch. So. Mann, das war jetzt nur Zeitvertreib. Der eine gibt mir eine Karte, der andere sagt, ich soll Zigaretten rauchen. Hallo? Oh, hallo Fuchs. Also, das mit der Schatzkarte wird interessant und ich hoffe natürlich, dass das positiv endet. Also, dass ich es halt finde. Die Frage ist, wo zum Fick setze ich an? Ich durch die Bäume. Wer ist da? Yo, yo, oh, the boat simply down the street. Lenny hat eine Belohnung an dein Zelt gelegt. Lenny? Was war nochmal mein Zelt? Das, oder? Thank you, Mr. Morgan, for sparing me like that. I'll work hard. I am not a bad fella. He'll soon warm to me. Nee, irgendwo liegt hier was. Boy. Thank you. For saving my life. Yeah. Schnurrbart. Ach so, ich hab den gemacht. So machen wir das jetzt. Wo liegt die Belohnung an meinem Zelt? Was ist die Belohnung an meinem Zelt? Ist das das, was ich bekommen habe? Öffnen. Aha. What the fuck? Das geht um Pilze. Okay. Und da liegt noch was. Dynamit. Warum liegt hier Dynamit? Aber hey. Absolut kein Problem mit Dynamit. Jag ich halt was in die Luft, ne? Und ich habe 600 in der Bank. What the fuck? Ich hätte gern 1000 oder eine Mille. Stell dir vor, hier eine schöne Mille haben und rumlaufen. Jeder, du kannst jeden auszahlen. Hi Arthur. Komm hier einen Moment. Good morning, Arthur. Ach, Abigail. Ich habe mich selber gesucht schon. Can I ask you a favor? Probably not. Menschenfischer. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Okay. Begib dich zu Jack. Okay. Das kann interessant werden. Was soll ich mit Jack machen? Karten spielen, saufen, SED. Wir rauchen und suchen nach guten Karten.
Wir tun einfach richtig schön rauchen. Wir nehmen die ganzen Zigarren und... Ich wollte gerade sagen, der Typ sitzt im Boden. Ich glaube, das ist ein Kind, das sitzt. Ja. Oh, no, das ist Jack. What you up to? Playing. Playing. Having fun? I guess. You wanna come fishing with me? Fishing? Sure. You're... It's about time that you started earning your cake. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you da stand Menschenfischen. I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Steig auf dein Pferd. Das kann doch... Wo hat denn so schnell seine Angel her? Kommt das Kind vor uns oder hinter uns? Vor uns, oder? Sicher vor uns. Wo hast du gerade die Fischerleine hingetan? Ja, vor uns. So habe ich es auch immer gemacht sonst. So, where are we going? Where are we going? Feeling better? Oh. I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. No, we do. I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Well, your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. Warte mal. Der Stein. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Mm-hmm. Really? When? Well, we'll see. A fish to catch first. All right. This looks as good a spot as any. Und schmeißen runter auf die Fresse. Alter, wo hast du die Angel her? Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the shore. Onkel Arthur. Follow me. Alter, Junge. Just by the water there? You mean? Ich wette, wir müssen gleich Menschen üben. Es kann doch Menschenfischen stand da. Da war ein Fisch. Halt Tab gedrückt. Hä? Ach, hallo, ich habe echt eine Angel. Köder aufrufen. Ich habe Käse. I'm gonna use some cheese. Cheese? Bellier the better. Now, cast your line. Swing the rod back over your shoulder and bring it forward in a smooth motion. Use your wrist, not your elbow. Whee! Like that? That's it. Good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip what the fuck was it here? Rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait. So ah, if it was fix ins Wasser. Something's tugging at your rod, Uncle Arthur. Whoop. I think I got one. Is it a big one? Alter, was mache ich denn jetzt eigentlich? See him fighting there, Jack? That's when you gotta be careful. You'll break the line. Best to wear him out first. Was mache ich denn jetzt? Fishy! Seems like he's taking a rest now. I'm gonna try reeling him in now. Hey, ich habe einen Fisch gefangen. Cool. Ich hab noch nie gefischt in dem Spiel. It's a bluegill. It's almost as small as you. We should really throw these smaller ones back. Give them a chance to grow up a bit. Ach komm, ich schmeiß mal zurück. Plus 10 Herzen. Can I take a break from fishing?
I want to make something. Okay. Das kann nicht gut enden. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Nee, nee, den lassen wir nicht alleine. Nee, nee. Alter, ich darf dem Kind nicht folgen. Das ist ja voll, voll gemein. Ich lasse den jetzt nicht aus den Augen. Das passiert, da passiert doch fix was. Er kommt echt zurück. You gotta stick at things, Jack. I know. I'm gonna try my luck over there. Uncle Arthur. I know. Boring as hell. But then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just... Alter, was für Komponenten? Sit, wait. Fischangeln haben die denn? Try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Bleiben Sie im Angelspot. Hey, look at this. And what? This necklace I made. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vander Lynde's most trusted associate. Lindes. You've read the files. Typical case. Orphaned street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton, Agent Ross. Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. $5,000 for me? Can I turn myself in? We want Vander Lynde. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Alter, wir verhalten uns so auffällig. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vander Lynde. You have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. Alter, what the fuck geht hier ab? You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Alter, what the... Enjoy your fishing, kid. While you still can. Alter, what the fuck? Who are they? No one to worry about, no one at all. Come on, let's pick up your things and get home. Alter, was für ein Compound? Was ist, das haben wir heute teilweise nicht verangeln. Your mother will be worried, let's head back. Alter, das kann doch noch nicht vorbei sein, oder? Are you taking me back? Nee, weißt du was, ich bring dich... Ich liefere dich jetzt aus. Nicht in den Arsch schon wieder, das arme Pferd. Alter, das... Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because... Well... Because those are disagreeable men.
And I don't want them to hurt us. What did they mean about Mac? Is he in jail? What the fuck? Oh, I don't think so. What the fuck? I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us. Ich habe irgendwie erwartet, das Kind fällt aus Versehen ins Wasser rein. Oder, keine Ahnung, irgendjemand schwimmt im Wasser und kommt nicht mehr raus und den müssen wir retten. Aber dass wir, It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Ah, dass dann auf einmal so Behörden-Detectives kommen und sich, mich befragen, what the fuck? Nee, das war unerwartet. There you are. How you boys getting on? Great. We caught a fish and I made you this necklace. Ain't that pretty? Ain't I the luckiest? Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. Mit dem neuen Bart schaut auch geil aus. Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey. You did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? Da-da-da-da-da. Überlegen, denken, Kopfkatzen. I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived. Them mountains. We just need to stay calm. Okay, okay. Kein Problem. Ich gehe wieder fischen. Einfach schwimmen. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und vergesst auf jeden Fall dann auch nicht die Glocke zu drücken, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.